Ich bin Lori. Ich bin Lenny. Luna, zu Ihren Diensten. Ich bin Luann. Lin Loud Junior. Lincoln. Hallo, ich bin Lucy. Lana, freut mich sehr. Lola Loud. Entzücken, nicht wahr? Dr. Lisa Loud. Lenny. Ach, ihr seid ja allerliebst. Nun sagt mal, wie ist es, so eine Mom zu haben? Ausgezeichnete Frage, Mann. Ma'am, ich sag's am besten mal mit einem Lied. Ja, unser Leben, das ist der Hammer. Und das verdanken wir nur unserer Mama. Sie fährt mich hin, wo ich hin muss. Liest meine Gedichte bis zum Schluss. Ihr Essen ist ein Hochgenuss. Sie ist ne super Mutter. Für uns da zu jeder Zeit. Sie weiß stets Rat, ich blitzgescheit. Ein Flugzeug fliegen Kleinigkeit. Sie ist ne super Mutter. Mit ihr kann man nur fröhlich bleiben. Sie macht das Leben einfach schön. Und deshalb soll sie für sie schreiben, denn sie ist eine Supermam. Sensationell! Von mir bekommt ihr 5 Sterne. Ihr wart wieder ganz großartig. Und jetzt ab nach oben und spielt, ohne Lärm zu machen. Können wir nicht lieber die Zimmer aufräumen? Natürlich! Also Rita, dieser Nachmittag war einfach perfekt. Eilmeldung, Sie sind eingestellt. Danke, Jessie. Ich bin sprachlos. Ach schon gut, sparen Sie sich die Worte für die Kolumne. Da, 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 da. Ja! Bereit für mein Solo. Oh. Oh nein, verpasst! Liebe Hausarbeitshyäne, sagen Sie Ihren Kindern, das Spiel beginnt, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Dieser simple Reim wird Ihre Produktivität erhöhen. Liebe Mittagessen-Misere, sind Ihre Kinder schlechte Esser, arrangieren Sie Ihr Gemüse doch einfach zu einem Mosaik und sagen Ihnen, dass Sie ein Kunstwerk essen dürfen. Lieber Badezeitbezwinger, lieber Shopping-Schreihals, liebe Töpfchentraining-Tante. Gratuliere, Mr. Coconuts, du hast ein Chip-Abzeichen verliehen bekommen. Hey, weniger Witze, mehr Salsa. Ente, 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 ganz will. Ja. Und diese ganz will spielen. Hallo, Lincoln, los, fang. Ich hab ihn. Eine tolle Idee, unsere Redaktionssitzung hier abzuhalten. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hier soll's ja schlagzeilenmäßig sein. Kinder, psst. Wir müssen gehen. Kellner, die Rechnung. Ups. Oh. Geist, Geist, Vampir. Oh, ich mache doch. Was im Namen der Witzseite ist denn hier los? Oh, hi, Ma'am Chefin. Oh, die Lautfamilie? Sie verwechseln uns mit jemand anderem. Wir sind Flipskinder. Flossy, was geht? Ich bin Flannery. Ja, und ich bin ohne Witz, Flora. Halt, was? Ach, ist schon gut, Kinder. Ihr müsst nicht für mich lügen. Hi, Jessie. Was ist hier los, Rita? Wurden Ihre Kinder von tollwütigen Waschbären gebissen? Oh, schön wär's. Nein, so sind wir in Wirklichkeit, Jessie. Was Sie bei mir zu Hause gesehen haben, war Show. Aber die Muffins, das Lied, die schönen Outfits. Alles fake. Ich wusste, Sie wollten eine perfekte Mutter und ich wollte den Job. Also, ich bin keine perfekte Mutter. Ich tue mein Bestes und manche Tage sind gut. Aber es wird mir manchmal auch zu viel. Mutter sein ist mein Lieblingsjob, aber er ist auch der schwerste. Tut mir leid, dass ich Sie getäuscht habe. Mir tut es auch leid. Sie sind die Falsche für die Kolumne. Eilmeldung, Sie sind gefeuert. Nicht so schnell, Jessie. Ich fand es toll, was sie da gesagt hat. Ja, Mutter sein ist schwer und das gehört in die Kolumne. Wirklich? Ihr versteht das? Ich habe neulich 1 Stunde gebraucht, meine Kinder ins Auto zu kriegen. Ihr wisst es wohl besser, denn ich hab nicht mal Kinder. Heißt das, unsere Mom ist nicht gefeuert? Eilmeldung, eure Mom behält ihren Job. Ja! Hurra!